Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grimdorn mit LaFishy und Chantal und seinen Katzen wieder im Hintergrund und einer Hitzewelle, die uns alle fast umbringt. Und wir sind in den Twin Falls. Ja, und das Video hier kommt erst, wenn ihr das guckt, haben wir das schon 7 Wochen aufgenommen oder so. Und das Video kommt, ist schon tiefster Winter. Das könnte passieren, ja. Also wir sind jetzt gerade... Welches Datum haben wir? 4. Juli. 4. Juli? Oh fuck, hier noch 5. Unabhängigkeitstag in Amerika. Hier vom... Lame! Ja, also wie gesagt, ihr werdet das nicht tagesaktuell sehen. Ich glaube in einem Monat. Ja, ich schätze auch so ungefähr. Oh! Ich weiß gar nicht, ob man meinen Ventilator hört oder mein PC, weil der ist auch schon wieder ein bisschen laut, oder? Also ich höre nichts. Ja, TS ist ja auch... Mein PC geht auch gerade ein bisschen ab und meine Katze sitzt neben mir auf dem Stuhl und die ist auch zu warm. Welche Katze? Jack gerade. Okay. Ich verstehe. Sammy musste ich eben erstmal 2 Stunden lang streicheln, bevor er hier weggegangen ist. Und dann hat er sich erstmal in meiner kalten Fanta gerieben. Fanta? Ja. Gott, ey, so was Süßes trinken bei dem Wetter ist gar nicht. Ich trinke jetzt gerade ACE-Saft. ACE. Mhm. Ace. Von Paradiso. Weißt du wirklich, dass ich weiß, was ACE-Saft ist? Multivitamin-Kacke. Sag doch Multivitamin-Kacke, dann weiß ich, was du meinst. Das hier heißt ACE. Das ist auch die Klassifizierung. ACE ist keine Marke und auch kein Markenname. Ey, hier gibt es eine Exekution, ich will zugucken. Warte, ich komme. Ist das ein Mäuschen? Nein, kein Mäuschen exekutieren. Ich will ein Mäuschen exekutieren. Okay, ich rede mit dem Typen. Okay, ich rede mit ihr. Hold on there, Traveler. You wouldn't want this pretty lady's brain to spill out over the ground, would ya? Let's see me some iron. Let's do nothing rash. 300 iron geben. I don't think so. Angreifen. As if I care about some random person on the road. Die. Angreifen. I'm turning around. No need to make a mess. Hat die irgendwas getan? Nein, ich glaube, er will uns einfach nur erpressen, damit wir die Fotze nicht töten. Damit er die Fotze nicht tötet. Wie viel will er haben? 300 Iron Bits. Gehen wir weg von ihm. Okay. Und jetzt? Er sagt, wir sollen weggehen. Was? Was machst du gerade? Warte, ich lese gerade. Jetzt hier übersetzen können. Er will uns einfach nur abfacken. Lest mal, was sie gesagt hat. Jetzt sagt sie was anderes als vorher. You poor stupid thing. God to say, you're making me feel a little guilty. It's a sham, hun. You got swindled. We do what we gotta do out here. And sure beats aiming again. Traveler, processor. Now, get before you go into the shame. You... Deceitful wench, you're both as good as dead. You don't have to live like this. Tell her about the prison. Was hat sie denn jetzt gesagt? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe ihm Geld gegeben. Achso, sie hat gesagt, dass dass die beiden uns angelogen haben, beziehungsweise dich. Und, dass das nicht cool ist, was sie ja macht. Aber dass sie das im Überleben brauchen oder so, keine Ahnung. Jetzt genau verstehe ich das auch nicht, ich will es nicht komplett lesen. Und jetzt können wir ihr entweder sagen, dass wir einen Prison haben oder wir können sie beide töten. Dass wir einen Prison haben? Ja, unser Devil's Crossing, das Gefängnis da. Also nicht, dass sie in den Knast gehen sollen, sondern dass wir sie in die Stadt einladen. Ja. In die Stadt einladen. Du willst 2 Schwindler in die Stadt einladen, die Leute überfallen mit Pistolen? Nein, sie überfallen sie ja nicht mit Pistolen. Sie tun so, als ob... Sie erpressen also die Leute. Du willst jetzt sozusagen einfach irgendwelche 2 Gauner in unserer Stadt haben. Ja, sie sind ja nur Gauner, weil sie es brauchen. Sie waren jung und brauchten das Geld, Freddy. Willst du sie umbringen? Weiß ich nicht.
Wenn du sie haben willst, also, können wir sie gerne du willst mitnehmen. Sie nicht in die Stadt haben. Naja, sie missgeburten hier nicht. Die verarschen mich jetzt schon. Wir hätten ihn wahrscheinlich einfach umbringen sollen. And it sure beats aiming a gun. Okay. Sie sagen, das ist, also sie anzuschwindeln ist besser als sie direkt zu überfallen. Also sind sie eigentlich doch ein bisschen gut. Sag ich doch. Ja, dann nehmen wir sie mit, oder? Alter, habe ich ein Menschenkenntnis. Ja, natürlich nehmen wir sie mit. Das ist ein Mäuschen. Wir haben zu wenig a Mäuschen place, in der Stadt. I forget what that ever means and you would really take us in if you pulled this. Ja. Ja, hier. Ich hätte die 100% getötet, wenn du nicht dabei wärst. Ich bin so ein guter Charakter und wir haben erst 5 Minuten verschwendet. Wir haben erst 5 Minuten verschwendet mit einer komplett unnötigen Hast Entscheidung. Hast du das Portal aktiviert? Ja, schon lange. Gut, gehen wir rechts oder links lang? Rechts unten. Ist kaputt. Auch rechts können wir die Brücke reparieren, aber nur von der anderen Seite. Ich habe ja schon mal ein paar Wespen gefunden. Alter, das ist warm, ey. Geht eigentlich voll mit Ventilator an den Beinen, das finde ich relativ angenehm. Jetzt, Alter. Weißt du, wie schön das ist? Weißt du, so eine frische Brise an den Beinen. Weißt du, ich wohne im Dachgeschoss, Alter. Ich schwitze schon wie ein Wespennest. Bär. Junge. Nee, nicht mal Bären schwitzen so krass wie ich jetzt gerade. Stell dir vor, du müsstest wirklich ein Bär sein mit so einem richtig fetten Fell. Das wäre richtig schlimm. Mein Arbeitskollege sieht aus wie ein Bär. Okay. Alter, es läuft mir so nass den Rücken runter, das ist so ekelhaft. Ich verstehe nicht, wie Sambel sich darüber freuen konnte. Aber der hatte auch einen Ventilator dabei. Ja, wie kannst du so viel schwitzen? Du bist doch immer fett oder so. Ja, aber Alter, ich habe einen richtig kranken Kreislauf. Mein Kreislauf ist richtig im Arsch. Oh Gott, ich habe in die Höhle geklickt. Okay, ich habe noch ein Spreaded Spike geklickt. Ich kann schon nicht mehr reden, weil es so warm ist. Ja, okay, Royal Jelly bekommen. Ach, du bist noch in der Höhle? Nee. Nee, nicht. Ich bin hier gerade rausgegangen. Ich dachte, das hier wäre so ein magischer. Es ist ein magischer Stein, aber ich habe ihn gerade nicht getroffen. Das ist ein Stein halt. Kommst du mit? Ja, ich bin da. Hallo. Haben Sie einmal über Jesus zu reden? Hatte ich heute schon wieder Leute in der Stadt. Hast du sie umarmt und gesagt? Ja. Nein, der wollte mir hier so eine Bibel für Arme in der Hand drücken. Hier dieses komische Buch, was er immer in der Hand drücken wollen, wo drauf steht, welche Künstler voll abgegangen sind auf Drogen und so eine Kacke und dass sie dann zu Gott gefunden haben, so eine Scheiße. Und dann guckt er mich an, hier, wollen Sie eine kleine Broschüre zum Lesen? Nee, danke, hab schon, tschüss. Ist das Buch gratis? Ja klar, aber ich hab's schon 10 Mal. kannst du das Grillanzünder benutzen? Ja. Was richtig gemeint für unsere Zuschauer, die den Zeugen Jehovas angehören. Das war kein Zeuge Jehovas. Achso. Denke ich zumindest. Also er hat nicht versucht, mich zu nerven oder abzufacken. Nicht, dass das die Zeugen Jehovas immer machen würden, also. Machen die doch gar nicht. Die wollen die ganze Zeit nur. Hier ist schon wieder so ein Bossgegner auf Level 34. Ja, in der Klasse von meiner Freundin sind 2 Zeugen Jehovas. Und was war Jehova der Zeuge? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was Jehova überhaupt ist. Jehova ist, glaube ich, Gott. Alter, immer wenn ich den angreife direkt, dann krieg ich richtig viel Schaden. Siehst du? Zu tot? Ja. Portal ist offen, genau an der Stelle, wo du gestorben bist. Danke. Prügel einfach munter auf das Vieh weiter. Ja, ich krieg so viel Schaden, allein nur, dass ich ihn angreife. Weißt du, es greift mich nicht mal an, ich greife es nur an. Ja, es macht immer so. Ich hab bei diesem Feuerangriff um mich rum und das hat so einen Stromangriff um sich rum. Ja genau, ich glaube, ich schieße doch besser von weitem weg rein. Könntest bitte auf einen Schaden zu machen? Hallo, greif doch mich an! Ich hab's per Hand ausgenockt. Sehr gut. Okay, das war... unnötig, da gab's nichts. Zweimal Royal Jelly? Hab ich auch. Hier, obwohl, warte mal. Bist du noch hier? Nein. Okay. Ich bin schon ein bisschen weiter gelaufen hier. Ja, okay. Zweimal Better Shell. Droppst du was jetzt oder? Gleich irgendwann. In diesem Wespennest sind einfach immer irgendwelche behinderten Gegner. Wir haben noch einen Gegner irgendwo in unserem anderen Gebiet. In so einer Höhle war das ein Level 30er Gegner, von dem wir dann direkt weggelaufen sind. Ja? Ja. Schon viel zu lange her. Das war auch relativ am Anfang noch. Da waren wir, glaube ich, noch Level
15 oder so. Oh. Den habe ich im Singleplayer damals noch getötet, weil mich an die erinnert hat. Das können wir auch irgendwann machen. Möchtest. Und was blau, was blau ist. Erstmal direkt alles looten, obwohl es Instance Loot ist. Schüchen. Schüchen. Die ich nicht benutzen kann. Boots of Unseeing Swiftness. Wie gut? 75 Armor. Oh, ganz wenig. Wie viel hast du? 112. Brauchst du die? Ich kann die eh nicht benutzen, die brauchen 299 Physik. Habe ich. Das ist doppelte. Alter, die sind richtig gut. Meine plus 24 Physik. Ja, das habe ich auch nicht. Aber die kannst du mir gerne geben. Das habe ich bald. Nee, meine Schuhe machen jetzt plus 17 Physik, das heißt, das kriege ich niemals. Die Schuhe hier machen plus 24 Physik. Die machen hier plus 25 Physik, die ich habe hier. Okay, das ist ziemlich cool. Die machen auch plus 25. Die Nepalipofrosse. Die Vokushea weg, moi. Die sind sogar für meine, Ah ne, das ist Grandstone, das ist. Das hat auch internal Trauma. Also, meine Skills machen jetzt ein Trauma in den Gegnern drin rein, oder? Sehr gut. Drin rein da? Nein, drin rein da sogar. Noch ein extra E. Achso, weil drin rein da war irgendwann mal was von Kirche und mir. Alter, bin ich im Arsch, ey. Oh Gott, wir haben auch bisher nur 12 Minuten verschwendet fast. Ich kann das Gold nicht aufheben. Die Iron Bits, das tut mir endlich leid. Sollte dir auch leid tun. Ja, 8 Minuten 27 haben wir noch. 8 Minuten Alter, 21. Mir läuft diese Suppe so runter. Ich habe eine Sekunde nach dir gestartet. Wie sie auch immer gleich wieder auf mich gehen, ne? Ja. Die wissen halt, wer Schaden macht. Ich sollte den zweiten Kopfhörer aufsetzen, dann höre ich vielleicht auch mehr. Oh mein... Oh fuck, war ich doch fast tot. Mein Grafiker hat da doch jedenfalls Spaß. Wieso? Bisschen laut. Ich merke von meinen nichts. Hast du vielleicht noch Photoshop im Hintergrund laufen? Nein. Das rendert. Okay. Ich render nicht mit Photoshop. Jedenfalls nicht oft. Hier geht's weiter. Bist du sicher? Ja. Der Weg ist richtig lang. Wespennest. Wespe. Rock. Mein Geld. Tonic of Mending. Das ist ein Heiltrank. Wo ist denn die Brücke, die du meintest? Die können wir von hier aus nicht aktivieren. Nur von der Seite. Sehen. Hier. Also ist hier dann auch der Weg abgebrochen oder was? Ja. Hätte ich einen Dunkelelf, könnte ich rüberspringen. Ja, mit Katze. Ja. Oh Gott, ich hab richtig Bock auf Sacred. Bei Witcher kann man mit Katze besser sehen, bei Sacred kann man mit Katze weit springen. Okay. Was geht ich denn überhaupt? Oh ja, Katze, das würde ich auch gerne tun, Alter. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die einfach rasiere, weil es so warm ist. Kommst du? Ja, ich habe nur gerade Punkte verteilt. Okay. Ich muss erstmal kurz gucken, was ich habe sowieso keine Ahnung, was ich skille. Brockenhills. Bist du hier im Singleplayer auch? Nee, ich war, wie gesagt, nur bis Darius Cronley da habe ich gespielt und ab dem Fight habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weil der damals sogar noch schlimmer war. Der hatte, glaube ich, 4 oder 5 Teile die ganze Zeit gleichzeitig gehabt von den Spawnern. Da hinten waren wir schon? Was? Da hinten waren wir schon, da sind wir einmal aus der Höhle rausgekommen. Achso, das ist wahrscheinlich dieser Schmugglers Pass oder so, den die meinten da. Das ist vielleicht der Old Arcovian. Nein, der Arcovian Undercity hieß das ja. In Arcovian Undercity waren wir schon. Oh mein Gott, ein Greif! Ja, ich weiß. Greif? Ist ja. Ein Greif, what the fuck? Da war ein Greif jetzt. Ja, sag ich doch. Ich bin getötet. Ich laufe gerade vor 2 Wildschweinen davon. Ich verprügele gerade 2 Wildschweine, beziehungsweise die verprügeln mich und ich prügel einfach zurück. Du hast so eine gute Lebensregeneration. Ich habe eine richtig schlechte Lebensregeneration, Alter. Gott, ist das warm. Aber wir haben noch 3 Quests, was? Ja, wir haben noch neu angenommen. Einmal den Geist hier irgendwie finden in Homestead. Das ist schon wieder Harpien. Das sind gar keine Greifenblüten, das sind Harpien, Assi. Sicher? Du hast mir erst hast mir gesagt, dass es Greifen sind, dann habe ich mich gefreut auf Greifen und jetzt sind es nur Harpien. Sind es Harpien? Ich habe keine Ahnung. Ja, es sind Harpien.
Die Fliegenden sind Harpien. Und die Laufenden? Sind Harpien. Oh, okay. Ich kann übrigens jetzt Leute auch umschubsen. Wie? Meine Granate schmeißt die Wildschweine zumindest um. Und dann liegen die auf dem Boden und müssen sich erstmal wieder berappeln. Da sind ganz viele Wildschweine. Voll cool. Mir gefällt das Gebiet da mit diesem stürmischen Siehst Wind du? Sozusagen. Siehst du? Weggeflogen. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich glaub dir einfach mal. Warte, ich mach's nochmal. Da. Du hast absolut nichts getroffen. Ah, fuck. Oh Gott, was machen die da? Ich hab grad eine Nachricht gekriegt übrigens. Bin gelevelt. Ah, das ist so warm. Geht eigentlich voll gerade. Also tut mir leid, wenn ich 100.000 Mal sage, es ist so warm, aber es ist so warm. Ja, das sind die Leute schon von denen gewohnt, du holst in jedem Part wegen irgendwas anderem rum, also. Ja, aber die nächsten Parts werde ich einfach nur rumholen, weil es so warm ist. Ansonsten geht's mir ganz gut soweit. Hier, guck jetzt, zack. Achso, warte, muss ich die doch nehmen. Du hast es getötet, deshalb ist es weggeflogen. Fuck! Da! Kein Satz, wieso kippen sie nicht um? Eben sind sie umgekippt. Oho, das war ganz knapp. Kurve. Okay. Boah, hier geht's noch so viel weiter. Ja, Old Corvia. Und hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ja, hier ist die Schmuggler Passage. Was? Was? Frost Knight? Nee, Frost Revenge oder sowas. Revenant. Edge Torn of the Void? Ach stimmt, es gibt irgendwelche Hörner als Zweitwaffe für Magier, habe ich gesehen. Warum auch immer. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir gehen oben lang oder wir gehen unten lang. Wie, wir gehen unten lang? Ja, wir können jetzt entweder hier unten, wenn wir über die Brücke gehen, nach unten gehen, beziehungsweise ich weiß nicht, wo du gerade hinguckst, also wir können hier nach Süden gehen oder wir können nach Westen gehen, da oben. Also hier ist ja Süden. Lass uns hier nach Süden gehen. Ich denke mal nicht, dass es hier so weit weitergehen wird. Dark Theon war mit der Hotquest komplett fertig. Das Schlimmste ist im Spiel mal, wenn es zwei Wege gibt und denkst, bei dem ersten Weg geht's weiter und dann geht's da nicht weiter und dann war einfach nur da einfach so ein Raum hat da noch gefehlt, den du nicht anguckt hast und ja. Boah, die haben die spawnen cool, die fliegen vom Himmel runter. Gutes Spieldesign, 10 von 10 Punkten, besser als GTA. Ist wie Skyrim nur mit Waffen. In Skyrim gibt's auch Waffen. Ja, und? Das war wirklich mal so eine Review von Rage. Kennst du das Spiel? Wahrscheinlich nicht. Rage, nein. Nein. Das gab's so eine Review Rage. Von... Ja? Ja. Hab's Let's Play geguckt. Ich weiß gar nicht, Spiel zum Beispiel nicht. Ich hab das Spiel zwar, aber ich kenn's nicht. Auf jeden Fall hat IGN dann irgendwie geschrieben, es ist wie Skyrim, nur mit Waffen. Und es ist nicht wie, also das wäre dann nicht Fallout oder so, weil Skyrim mit Waffen ist Fallout, aber... Nein, Skyrim mit Waffen ist Skyrim, weil in Skyrim gibt es Waffen. Ja, aber Schusswaffen, meine ich. Ja, das hast du nicht gesagt, du hast Waffen gesagt. Ja, ich wollte es auch für dich verständlich erklären, aber es ging nicht. Du wusstest nicht, ob du Weapons übersetzen kannst. Also Guns, weißt du. Mhm. Gott, also diese Harpien Overlord Drecksviecher, die sind nervig, die machen Zauber und Zauber sind illegal. Gott, aber in den USA. So viel reden, dass es richtig schlimmer so heißen kann. Ja, Tag. Mann. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich einfach die Fresse halte. Gott, mein Gesicht tut schon weh vom Reden. Alter, ich bin so nass, das merke ich alles schon gar nicht mehr. Da sind gerade Harpien gespawnt, du räumst einfach weiter. Die sind bei mir noch nicht gespawnt. Alter, ich bin so feucht. Glaubst du gar nicht. That's what she said. Ja. Oh Gott, oh Gott.
Ich liebe meinen neuen Klingelton, ich will ihn wieder hören. Bitte nicht, der ist richtig nervig. Da ist schon wieder ein Portal, what the fuck? Pathos vorbei. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao. Tschüss.